Neulich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier. Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz, oh nein! Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war. Schluss, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief. In der Osterhasenschule wippte er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief, fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf. Bei der Henne Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie gerade ein Ei gelegt. Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihren Bauch. Bertha, um ihn zu behüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Papst, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater und er sagt mit ernstem Ton, hör mal zu, mein lieber Sohn. Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz.